Die heiße Phase des Wahlkampfs beginnt auch für die Salzburger Nachrichten. SPÖ-Spitzenkandidat Werner Faymann stattete den SN einen Besuch ab. Er beantwortete die Fragen von SN-Innenpolitikchef Andreas Koller. Herr Minister Faymann, Sie haben zuletzt eine Neuauflage der Großen Koalition nicht ausgeschlossen. Sie haben gesagt, das wäre sogar mit Wilhelm Molterer möglich. Ist eine solche Ankündigung angesichts der Performance der Koalition in den letzten 1,5 Jahren nicht als gefährliche Drohung zu werten? Na, wenn es eine Fortsetzung der letzten 18 Monate wäre, ja, dann ist auch für mich eine Drohung, weil auch ich habe sehr darunter gelitten, dass der Streit so im Vordergrund war und habe versucht, in den Bereichen, wo ich verantwortlich war, möglichst auf Ergebnisse zu setzen. Ich bin gefragt worden, ob ich mir eine Koalition SPÖ-ÖVP auch nach der Wahl vorstellen kann. Sage ich immer ja, das ist eine Frage der handelnden Personen. Und dann wäre ich immer gefragt, na gut, wenn es der handelnden Personen ist, aber was ist, wenn jemand umdenkt? Und da gehöre ich schon zu den Menschen, der sagt, das ist eine Frage der Einstellung. Also ich würde mir ja in der SPÖ auch nicht jetzt sagen lassen, es sollte erst statt dem. Aber dass man über Einstellungen redet, nämlich sowohl über eigene Fehler, die ja wir auch gemacht haben. Na, wir haben bei vielen Streitereien mitgemacht, statt sich hinzustellen und zu sagen, wir stehen dafür, der andere will das nicht und jetzt überlegen wir uns, wie können wir auch öffentlich dafür eine Meinung erreichen, die Öffentlichkeit hinter uns stellen, war das so, dass zuerst wir sind für was, die anderen sind dagegen und dann haben uns der Regierungspartner auch noch verhöhnt dafür, dass wir es nicht durchgesetzt haben, durch sie selber. Und dieser Ablauf, der war ja schon am laufenden Band. Wir sagen was, die anderen sagen nein und dann kommt das Verhöhnen. Das hat der Alfred Gusenbauer hunderte Mal erlebt. Und damit sind auch Dinge wie höchste Beschäftigung, höchste Jugendbeschäftigung, gute Sozialmaßnahmen, die passiert sind, natürlich völlig in den Hintergrund getreten. Und ich habe selbst im persönlichen Freundeskreis kaum mehr jemanden gefunden, der die Erfolge überhaupt noch gesehen hat. Herr Minister, unsere Leser haben Fragen an Sie sozusagen eingereicht übers Internet. Einige davon haben sich Sorgen gemacht, dass sie ihre Versprechungen nicht halten können. Und eine Studentin, die hat sogar so ein Smiley mitgeschickt, das allerdings nicht gelächelt hat, sondern eher traurig geschaut, die hat die große Befürchtung, dass sie ihr Versprechen, die Studiengebühr abzuschaffen, nicht halten können. Was entgegnen Sie dieser Studentin? Da hat sie in einem Punkt recht, ich kann sie nicht garantieren. Und zwar kann ich Folgendes machen. Ich gehe in die Parlamentssitzung und die SPÖ hat 68 Abgeordnete. Einer ist vom Liberalen Forum. Herr Zach, das haben wir ja damals vereinbart, für den kann ich natürlich nicht so reden, also 67 Abgeordnete. Die 67 Abgeordneten stimmen für diese 5 Punkte, haben sie gesagt. Das heißt, ich kann ja garantieren, dass die SPÖ-Abgeordneten bei dieser Abstimmung nicht so wie die letzten Male durch von der ÖVP zuerst in die Pflicht genommen wurden, nicht für die Forderung zu stimmen, um sie nachher darüber lustig zu machen, sondern die SPÖ stellt sich hin, vertritt die Abschaffung der Studiengebühren, bringt den Antrag ein, diskutiert vorher mit möglichst vielen Abgeordneten darüber, um sie zu gewinnen für die Abstimmung, hat bisher die Zusage der Grünen hier auch mitzustimmen oder das gemeinsam einzubringen, da geht es ja gar nicht um der eine oder der andere, da geht es ja um einen Erfolg. Und dann schauen wir, ob wir eine Mehrheit zustande bringen. Ich werde es ganz sicher verlangen nach der Wahl mit demselben Einsatz wie vor der Wahl, aber wenn es vor der Wahl schon abgeschafft wäre, mit mir wieder einführen, na da kann sich die Frau verlassen, gibt's nicht. Während des Interviews beantwortete Faymann auch einige Fragen, die ihm SN-Leser per Videobotschaft gestellt hatten. An Herrn Faymann würde mich interessieren, ob er das wirklich ernst meint, mit dem genug gestritten. Also das würde mich wirklich interessieren, wie das dann also im heißen Phase des Wahlkampfs ist und dann vor allem noch da wohl bei den Koalitionsgesprächen. Also ich habe jetzt 20 Monate erlebt, dass der Streit im Vordergrund gestanden ist und wünsche mir daher, dass man zwar für die Sache eintritt, aufsteht, dafür redet, dafür spricht, jedem sagt, wofür man eintritt, aber dass man zum Schluss versucht, ein Ergebnis zustande zu bringen und dann das Ergebnis im Vordergrund steht und nicht der Streit. Und ich war 13 Jahre in der Landespolitik tätig, in einer Landesregierung und bin daher gewohnt, Nägel mit Köpfen zu machen. Oder ich war damals für Häuser zuständig, Häuser zu bauen, jetzt für Bahnstrecken zu bauen. Und ich will zwar, dass man für die Sache eintritt, aber dass man das nicht in so eine allgemeine Streiterei untergehen lässt. An Herrn Faymann würde ich schon die Frage richten, diese Versprechungen,
die von ihm kommen, die ja sehr viel Geld ausmachen. Ich weiß jetzt nicht mehr die Summe, wie das, von wem und wie das bezahlt werden soll. Der Finanzminister hat Mehreinnahmen. Man muss sich vorstellen, man fährt zur Zapfsäule tanken und der Finanzminister verdient bei der Mineralsteuer. Und wenn der Preis steigt, dann verdient er bei der Mehrwertsteuer mit. Der Finanzminister hat auch aus anderen Gründen Mehreinnahmen. Man muss der Bevölkerung auch etwas bei einer Entlastung zurückgeben. Wenn man weiß, die Konjunktur wird schwächer, kann man nicht warten, sondern muss das jetzt machen. Und wir haben uns damals geeinigt auf 3 Milliarden Euro. Ich vertrete 4 Milliarden aufgrund der Mehreinnahmen. Und alle Maßnahmen, die ich vorschlage, sowohl das 5-Punkte-Programm als auch die Maßnahme der Steuersenkung, sind Teil dieser 4 Milliarden Euro. Ob die Kronenzeitung die Aufgabe der Wiener Zeitung übernimmt? Ich muss sagen, die Wiener Zeitung ist ja keine besonders stark gelesene Zeitung. Die Kronenzeitung ist eine Zeitung, die verkauft sich, indem sie die Leute kaufen, so wie die Salzburger Nachrichten. Und sowohl die Salzburger Nachrichten als auch die Kronenzeitung brauchen keine Politiker, die für sie werben, die werben für sich selber.